Der Traum vom eigenen Offroad-Reisefahrzeug muss nicht sonderlich teuer sein. Das zeigt dieser Ford Ranger von Buro Reisemobile. Hier werden neue Wege beschritten. Nicht die Pickup-Wohnkabine ist mit 49.000 Euro Grundpreis angegeben, sondern das gesamte Fahrzeug. Der Oman ist ein echter Preishit und fährt sich obendrauf noch gut im Gelände. Die Wohnkabine aus Sandwichplatten gibt während der Fahrt kein Geräusch von sich. Kein Quietschen, kein Knarren. Hier ist alles gut verarbeitet. Die 8-Punkt-Lagerung verbindet sie über Gummilager mit der Pritsche, sodass ein wenig Flexibilität gegeben ist. Umlaufende Aluwinkel an den Kabinenaußenkanten sorgen für den notwendigen Schutz, sollte es doch mal zum Astkontakt kommen oder zum Kontakt mit dem Boden. Denn der Böschungswinkel des Rangers wird durch den Aufbau um fast 10 Grad verringert. 18,4 Grad bleiben da gerade noch übrig. Durch vorausschauende Fahrweise manövrieren wir den Ranger zielsicher, auch durch tiefere Bodenwellen. Doch wie sieht es innen aus? Helles Holz und freundliche Stoffe aus Marokko bestimmen das Bild. Die Kabine von dem Oman ist an sich schon 2 Meter breit, das heißt, das Bett im Alkoven reicht völlig aus, um quer zu schlafen, mit 2 Meter Länge, 1,30 Meter Breite. Dennoch sind hier Einlagen vorbereitet, die ziehe ich aus und nehme das Polster von der Sitzgruppe oben drauf. Und dann kann ich sowohl längs als auch quer schlafen, entweder doppelt, kann das auch hier komplett ausfüllen. Also bei Bedarf habe ich hier jede Menge Möglichkeiten, das Bett so zu variieren, wie ich es brauche. An dieser Lastzelle ist nicht nur die Tür sehr groß mit 1,78 Höhe und einem drehbaren WC und einer riesigen Duschfläche. Zum ersten Blick fehlt nur eine Sache, nämlich das Waschbecken. Das ist bei Bedarf in einer Schublade verschwunden. Ich aus, rastet ein und das Badezimmer ist komplett. Großes Fenster im Heck, große Spüle, viel Arbeitsfläche und ein Spirituskocher. Das ganze Fahrzeug ist ja gasfrei. Wir haben also eine große Pantry hier hinten im Heck, auch sehr hoch. Ich kann gut dran arbeiten. Allerdings, die Schubladen sind nicht immer so groß, wie man denken könnte. Ungewöhnlich beim Buro gelöst ist der Durchstieg ins Fahrerhaus. Der ist nicht an der senkrechten Wand der Kabine, sondern im Dach. Ich krabbel also vom Bett hinab ins Fahrerhaus vom Auto. Und da kann es auch mal recht rau zugehen. Schon ab Tempo 60 sind Wind- und Motorgeräusche recht laut. Und Durst hat der Ranger auch. Circa 15 Liter schluckte unser Testfahrzeug, die sicher dem großen Alkoven im Wind und den 2,6 Tonnen Leergewicht geschuldet sind. Alles in allem sind wir der Meinung, dass der Oman ein Bestseller in der Reiseszene werden könnte.